Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Wenn sich ein Nicht-Türke als Türke ausgibt, dann ist er sinngemäß ein getürkter Türke. Alt bist du erst, wenn dich morgens deine Zähne im Glas auslachen und du mit Fröffe antwortest. Niesen, husten, rülpsen, furzen. Mein Körper macht morgens immer erstmal einen Soundcheck. Wenn ich traurig bin, gehe ich immer in die Küche und schalte ein Gerät ein, welches mir Toast spendet. Immer wenn ich mich hässlich fühle, dann zeigt mir zumindest das Leben, dass es mich für fickbar hält. Dieser kleine Macarena-Tanz, den man bietet, jedes Mal, wenn man nicht weiß, in welcher Tasche der Schlüssel ist. Hinter jedem Veganer steckt eine traurige Oma. Wollt ihr mir gerne einen gesunden Smoothie mit Gemüse und Salat machen? Welches Verhältnis Rotkohl zu Bratensoße könnt ihr empfehlen? Würde ist auf YouTube auch nur ein Konjunktiv. Mein Sohn hat sein Spielzeughaifisch in die Krippe gelegt. Ich glaube, er hat das mit dem Heiland falsch verstanden. Immer daran denken, niemand merkt, dass du betrunken bist, wenn du einfach immer betrunken bist. Man sollte seine Nase einfach nicht in fremde Arschgelegenheiten stecken. Eine Frau ist wie ein Buch, mit 2000 Seiten über Quantenphysik, in Blindenschrift. In China ist Suizid verboten, weil es Beschädigung vom Staatseigentum ist. Ein Hund hat gerade eben auf mein Fahrrad gepinkelt. Habe natürlich drüber gepinkelt, ist ja mein Fahrrad. Ich freue mich jetzt schon auf die Weihnachts- und Neujahrs-WhatsApp-Nachrichten von Leuten, mit denen ich sonst das ganze Jahr lang nichts zu tun habe. Mein Fitnesslevel? Ich habe mir beim Gähnen einen Krampf geholt. Ich denke, das sagt alles. Tine Hitler, Einmarsch in vier Wänden, täglich von 1933 bis 1945. Würde ich in einem Lebkuchenhaus wohnen, dann wäre ich nach circa einer Stunde obdachlos. Langsam komme ich in ein Alter, wo man, hier, Dingens, noch zweimal morgens weinen, dann ist Wochenende. Zu viel Viagra geschmissen, war der härteste Tag meines Lebens. Ich gebe der Woche 2 von 5 Sternen, weil immerhin die Reihenfolge der Tage richtig eingehalten wurde. Sagt der Jurist zur attraktiven Klientin, du bist mir so wichtig, dass ich mich für dich sogar in Gefahr BGB. Du weißt, du bist übermüdet, wenn du morgens die Cornflakes auf dem Löffel anpustest, um dich nicht zu verbrennen. Deutschland hat ein äußerst potentes Verkehrsnetz. Die Standzeiten werden immer länger. Radkäppchen und der böse Golf. Hin und wieder sauge ich mit dem Staubsauger die Straße, nur um sicherzustellen, dass die Nachbarn nicht mit mir reden wollen. Opel Adam kaufen, wenn man fährt wie der erste Mensch. Ich glaube mir nicht einmal mehr selbst, wenn ich sage, nur ein Bier. Wer Sturm sät, dem werden die Haftpflichtversicherungsbeiträge erhöht. Ich wollte eigentlich mal Henker werden, aber ich kann keinem etwas abschlagen. Wir wollen eine Band gründen und suchen noch einen Mayonnaisten. Like und abonnier, YouTuber. Like und abonnier, YouTuber.